Leistungssport war auf dem Sportplatz am Rohrteich in Jüterbog nur noch begrenzt möglich. Die Tartanbahn ist nach 20-jähriger Nutzung stark verschlissen. Zahlreiche Veranstaltungen mussten schon abgesagt werden. Trainer Ernst Tröhlenberg zog deshalb in Erwägung, den Landesstützpunkt für Leistungssport aufzugeben. Natürlich kann man das Talente nur entwickeln aus einer breiten Masse. Das heißt, wir brauchen die große Anzahl der Kinder, um einige Talente zu entwickeln und zu trainieren. Das ist unsere Hauptaufgabe. Und seit 1992 haben wir über 30 Sportler an die Schulen delegiert. Frankfurt-Oder, Potsdam, Berlin, Cottbus. Aber es geht nicht nur um Leistungs-, sondern auch um Schulsport. Die Wiesenschule, die hat ihren gesamten Sportunterricht hier drauf. Außer Volleyball und Fußball im eigenen Gelände. Der gesamte Sportunterricht für die Schulen ist gefährdet. Das muss man sich mal vor Augen halten. Das wäre ein riesengroßer Verlust für die Kinder. 20 Jahre sind weit über der normalen Nutzungsdauer von etwa 12 Jahren. Meterlange Risse, Dellen und ein vollkommen abgenutzter Belag machen Training und Wettkämpfe nahezu unmöglich. 3 der 6 Bahnen wurden schon gesperrt. Hier lang zu laufen ist es ganz gefährlich. Mit den Dornen, man kann schnell hängen bleiben. Und dann ist die Verletzungsgefahr natürlich gegeben. Man sieht es auf der Länge auch, hier in 3 Meter Länge, dass der Riss durchgeht und der Frost geht rein und es friert immer weiter auf. Also diese Bahn kann auf keinen Fall mehr benutzt werden. Hier sieht man, was die Jahre gebracht haben in Jüterbog. Man sieht den Untergrund ein kleines bisschen und so geht es ringsherum los. Die große Ecke ist gar nicht mehr zu benutzen und ringsherum ist alles aufgerissen. Die Sanierung der Anlage kostet nach ersten Schätzungen rund 292.000 Euro. Eine Förderung durch das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport wurde abgelehnt. Der Hauptausschuss der Stadt Jüterbog hat nun trotz alledem beschlossen, die Sanierungsplanung zu beginnen. Eine gute Nachricht findet Ernst Tröhlenberg. Jetzt können wir planen für die Zukunft. Unsere Kinder fühlen sich wohl. Die Schulen können planen. Das ist das Größte, was es gibt für Jüterbog. Und darauf sind wir ganz stolz und bedanken uns recht herzlich für alle Träger, die dazu beigetragen haben, dass es passiert. Die Stadt hat ihr Okay aber vorerst nur für eine abgespeckte Variante mit einem Budget von etwa 229.000 Euro gegeben. Dadurch können die Wurf- und Sprunganlagen nur repariert statt komplett erneuert werden. Aber dem Fortbestand des Leistungsstützpunktes Leichtathletik in Jüterbog steht erst einmal nichts mehr im Weg.